Hallo, mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, ihr habt euch zahlreich gewünscht, dass ich mal wieder auf Memes reagiere, die ihr über mich gemacht habt. Von daher darf ich euch heute recht herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Episode, in der ich genau das machen werde. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn es schon im Titel steht. Wenn ich vorm Spiegel stehe und merke, wie hässlich ich eigentlich bin. Kann gar nicht sein, weil er ja Merch anhat aus dem Luca-Shop.de. Willst du dir den Tag versauen, musst du in den Spiegel schauen. Was ist das für ein Foto da von mir? Ich bin die Person, die Beiträge speichert, aber diese nie wieder anschaut. Das bin wirklich ich. Ich habe sogar 30 Ordner oder so auf Instagram, Laser-Luca, wo ich Sachen drin speichere, aber mir nie wieder angucke. Mathe ist, wenn du nicht verstehst, was du nicht verstehst. Das ist einfach wahr. Es ist so häufig so gewesen vor irgendeiner Mathe-Klausur, dass die Lehrerin dann meinte, und hat irgendwer noch Fragen und ich wusste nicht mal, was ich fragen soll. Scheiße, war ich kacke. Dieser Moment, wenn man sich in den Bus setzt, sein Handy rausholt und aus Gewohnheit anfängt zu kacken. Ja, alle 11 Minuten geht mir jemand auf den Sack. Ich ohrfeige jetzt. Oh mein Gott, was war das für eine Frisur, Luca? Ich hab echt schon alles durch, ne? Kann irgendjemand von euch mal bitte auf Instagram ein Foto hochladen mit einer Compilation von all meinen Frisuren bisher? Meine Bildschirmzeit unter der Woche versus meine Bildschirmzeit am Wochenende. Das ist wahr. Irgendwie sind all eure Memes einfach wahr. Ich, wenn der Lehrer wieder jemanden aufrufen will. Ey, ich find's so stark, Real Talk, wenn ihr euch so einfach so... Genau. Wenn du etwas auf morgen verschiebst und morgen dann da ist. Kurze Hintergrundstory zu dem Foto. Wir sind dann nach Hamburg gefahren und ich meinte, ich kann easy hinten sitzen, mir wird da nicht schlecht. Wer musste nach 10 Minuten auf dem Rastplatz kotzen gehen? Luca, ich trinke nie Cola oder sowas. Auch Luca. Digga, was hatte ich da an? Ey, ich war da ja blass wie ein blasser Mensch. Der Moment, wenn du gerade aus der Dusche kommst und direkt anfängst zu schwitzen. Ey, das ist so schlimm. Entweder im Sommer, man kommt völlig verschwitzt in die Dusche, geht wieder raus, sind wieder 35 Grad. Man denkt sich nur so, okay, warum habe ich gerade geduscht? Oder, vielleicht kennst du ein oder andere von euch, wenn man irgendwie Sport gemacht hat, man geht direkt danach im Gym oder beim, weiß nicht, nach dem Fußball in der Umkleide duschen und danach schwitzt man noch nach. Deswegen meine Theorie nach dem Sport immer. Viertelstunde bis 30 Minuten warten mit dem Duschen. Albert Einstein ist nichts gegen mich. Wenn meine Freunde mich fragen, ob ich Zeit habe, muss das neue Video von Luca sehen. Vielleicht sollte sie ja erstmal Deutsch lernen. Wie ich mich fühle, wenn ich mal koche. Ey, ich schwöre, es ist alles 1:1 true. Ich Doppelpunkt, kann ich das Ladekabel haben? Die andere Person sagt daraufhin, wie viel Prozent hast du? Ich, immer so. Junge, scheiß drauf, wie viel Prozent ich habe. Gib mir einfach das dumme Ladekabel. Chemielehrer, so, wir mischen jetzt Salz mit Wasser. Setzt dazu bitte eure Schutzbrillen auf. Safety first. Ey, ich glaube, ich finde die Sachen auch nur witzig, weil das irgendwelche dummen Screenshots von mir sind. Ne, es tut mir leid, falls das Video überhaupt nicht lustig ist. Ich tue etwas Komisches, weil ich allein zu Hause bin. Auch ich, was ist, wenn hier überall versteckte Kameras sind? Habe ich mir noch nie gedacht. Wenn du einfach nur einen Witz machen wolltest, aber deine Eltern dir plötzlich eine Predigt halten. Ich schwöre. Immer so. Bin ich der Einzige, der das als Kind dachte? 1999. Ich schwöre. Ich schwöre, es ist 1:1 so gewesen. Für mich sind die dann auch alle so rumgelaufen, wie in diesen alten Filmen. Immer so viel zu gerade Haltung, dann immer so ein bisschen auch zu schnell rumgelaufen und komplett schwarz-weiß. Ich habe 2 Probleme im Leben. Schwierigkeiten beim Einschlafen und Schwierigkeiten beim Aufwachen. Das ist auch leider wieder komplett wahr. Was war das eigentlich da wieder für eine Frise? Junge, was hatte ich denn? Also, hä? Ich mit meinen Geschwistern früher im Auto. Schau, der Mond folgt uns. Ja. Tut er doch auch. Dick und doof TikTok-Account hier, Hand in Hand am Baden mit Luca und Sandra. Dick und doof Instagram-Account. Ja, seitdem wir den Videopodcast haben, können wir halt Dinge direkt zeigen im Podcast. Plus, auf TikTok haben wir halt die ganze Zeit Bewegtbild, was wir täglich hochladen. Also folgt uns gern da. Ne? TikTok heißen wir Dick und doof. Und ich heiße da Laser Luca. Bin auch aktiv. Wenn du dir deine Bewerbung vor dem Absenden nochmal durchliest und dir denkst, was ein toller Mensch, so wäre ich auch. Ich schwöre, man schreibt immer Scheiße rein, ne?
Oh, ich kenne mich super mit Excel aus. Digga, ich habe Excel noch nie genutzt. Ich kann nicht mal 1 und 1 zusammenzählen. Stark auch wieder, was das für eine Frise hier war. 6-in-1 Duschgel. Auf der Hinterseite linker Arm, rechter Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Rumpf und Kopf. Sag mal, bin ich eigentlich auch der Einzige, der die ganze Zeit solche 6-in-1 Sachen benutzt? Voll praktisch, Alter. Gesicht, Arme, Bauch, Haare. Luca sagt nein zu schönen Filtern, aber ja zu... ja. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich diesen Filter über alles liebe. Ich, Doppelpunkt, rede mit meinem Crush, meine Freunde im Hintergrund. Hey, Digga, was ist das? Wenn deine Mutter dich ruft und dann einfach nicht mehr antwortet. Ja, ist einfach wahr. Ich auf der Suche nach meinem Haus in Minecraft. Ey, ich schwöre, wer hat euch ins Hirn geschissen, dass ihr so einen Humor habt? Ich, nachdem ich schon die erste Aufgabe in der Arbeit nicht verstehe. Ja, ist auch wieder wahr. Dann springt man zur zweiten Aufgabe, denkt sich dann so, oh, die check ich auch nicht. Und dann erstmal aus dem Fenster gucken und ein bisschen über das Leben nachdenken. Ich am Überlegen, mit was ich meine Zeit verschwenden soll. Das ist wahr. Außer Twitter und Facebook. Kein Mensch nutzt mehr Twitter und Facebook. I see no difference. Hä? Digga, sag jetzt nicht wegen meiner Nase, ihr Arschlöcher. Meine Mutter, du wächst da noch rein. Ey, auch immer so gewesen. Wenn ich mal wieder zu spät bin und überlege, welche Ausrede ich diesmal nehme. Ey, ihr gebt euch viel zu viel Mühe bei dieser Kacke. Niemand, Doppelpunkt, wie ich mich nach 10 Liegestützen fühle. Ja, ich mache ja gerade auch Sport, ne? Wenn man die Kontrolle über sein Leben... Boah, ey, Alter, wo kramt ihr diese Kacke raus? Wenn meine beste Freundin und ich alleine sind und endlich über jeden lästern können... Man lästert nicht, Freunde. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich, wenn ich es endlich geschafft habe, männlich aussehen. Sag mal... Ist einfach wieder Luca-Mobbing hier. Niemand, Doppelpunkt, Kinder vor dem Aquarium. Oh mein Gott, hier sind Nemo und Dor... Ich sag da auch gar nichts mehr zu. Die letzten Memes blende ich euch jetzt auch einfach so ein. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt dann allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch Luca reagiert mal wieder auf Luca-Memes gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Alle Links zu unserem Podcast, zu Instagram, zu TikTok, zu meinem Zweitkanal, wo ich aktuell auch aktiv bin, findet ihr unten in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt befinden wir uns im Outro. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren und oder... euch noch den anderen Teil angucken von Luca Memes. Oh, ich wollte es schaffen, nicht zu blinzeln.